Marc Hauptmann ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen. Du bist Bundestagsabgeordneter aus Suhl und hier in Berlin Chef der jungen Gruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Was macht ihr so in der jungen Gruppe? Ja, wir befassen uns natürlich viel mit dem Thema Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit, aber nicht nur ökologischer Nachhaltigkeit, sondern auch finanzieller Nachhaltigkeit. Wie können wir quasi in den nächsten Jahren den Zusammenhalt der Generationen stärken? Nicht nur im Hier und Heute jetzt leben und die Rechnung dafür in die Zukunft schicken. Das sind wichtige Themen der jungen Gruppe. Über Generationengerechtigkeit haben wir vor knapp 20 Jahren schon diskutiert. Da bin ich erstmals in den Bundestag gewählt worden, war auch Mitglied der jungen Gruppe. Da war es recht strittig, dieser Begriff. Man hat uns ein bisschen belächelt als Fraktionskindergarten. Heute findet sich Generationengerechtigkeit als Zielvorstellung in dem Koalitionsvertrag, in vielen Parteiprogrammen. Wir haben auch bei der Entschuldung eine Menge erreicht. Aber mittlerweile stellen wir doch fest, trotz aller Anstrengungen in den letzten Jahren nach der globalen Finanzkrise wirft uns die Corona-Pandemie doch weit zurück. Zahlen die Jungen mal wieder die Zeche für die ältere Generation? Was kann man tun, dass sich die Generationen nicht gegeneinander ausspielen? Ja, wir hoffen natürlich, dass wir uns finanziell wieder auf den Weg begeben, den wir vor der Corona-Krise eingeschlagen haben, mit einer Schuldenbremse. Es war richtig, jetzt in dieser besonderen Herausforderung auch die Neuverschuldung möglich zu machen. Aber wir müssen ab 2022 die Schuldenbremse wieder einführen, rückzahlen und damit auch Investitionsspielräume für künftige Generationen schaffen. Und beim Thema Rente braucht es einen Ausgleich zwischen den heutigen Bestandsrentnern und den zukünftigen Rentnern und heutigen Beitragszahlern. Und all das ist das, was ihr schon vor 20 Jahren gemacht habt in der jungen Gruppe, Generationengerechtigkeit nicht nur andiskutieren, sondern auch implementieren in den politischen Prozess. Also es braucht schon einen langen Atem in der Politik, aber wir stellen fest, die Älteren sind die Mehreren. Muss man nicht auch strukturell etwas verändern, damit die junge Generation etwas zu sagen hat, damit ihre Perspektive einfließt in der Politik? Muss man das Wahlalter auf 16 Jahre absenken? Ich persönlich bin ja dafür, wenn, dann konsequent und gleich Wahlrecht ab Geburt einführen. Gibt es solche strukturellen Veränderungen, die wir nicht auch nachdenken müssen? Also zuallererst bauen wir natürlich auf die Älteren, die alle mal Mitglied der jungen Gruppe waren. Die junge Gruppe wird dieses Jahr 30 Jahre und wir haben eben viele Kollegen, so wie dich, die in den letzten Jahren auch Bestandteil dieser Gruppe waren und diese Themen andiskutiert haben. Beim Wahlalter sagen wir klar, keine Absenkung, weil damit auch die Strafmündigkeit einhergehen würde. Das halten wir für unverhältnismäßig, aber es gibt eine Fülle von Themen und Möglichkeiten, wie sich junge Leute einbringen können. Ab 12 Jahren kann ich beispielsweise in der Schülerunion mitmachen. Ich kann mich in der Schule, in der Kirche, in den Jugendorganisationen der politischen Parteien einbringen. Es ist also keine Frage des Alters, sondern einfach nur eine Frage der persönlichen Präferenz und des Engagements. Aber Mitwirkung muss auch in den Parlamenten stattfinden. Also die Fraktionen brauchen junge Abgeordnete, so wie das in der Unionsfraktion seit vielen Jahren ja der Fall ist. Das ist so und die Unionsfraktion gibt auch der jungen Gruppe eine besondere Stellung, indem sie eben möglich macht, dass wir uns regelmäßig treffen können, dass wir unsere Position formulieren können. Mit Ralf Brinkhaus haben wir ein eigenes Buch herausgegeben dieses Jahr, wo wir unsere Ideen aufgeschrieben haben. Denn ich glaube, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Es braucht innerhalb einer politischen Partei, einer Fraktion auch den Zusammenhalt der verschiedenen Kollegen verschiedenen Alters. Und da wollen wir uns einbringen. Also die junge Generation darf nicht nur Fragen stellen, sie muss schon auch Positionen formulieren, sie muss sich zu Wort melden und Antworten geben, nicht warten, bis man gefragt wird. Das finde ich gut. Alles Gute, viel Erfolg der jungen Gruppe. Ja, und dir auch. Ganz herzlichen Dank.